Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. In dieser Folge schicke ich meine ersten Züge los, natürlich wieder als Mod, hier schön zu sehen, ICE 1 bzw. ICE 2. Es gibt eine neue Autobahnmod, die ich euch zeigen möchte, seht ihr hier auch. Gleichzeitig ist mein Bahnhof in Bregenz fertig geworden, sehr schön ausgebaut, auf jeden Fall einen Blick wert. Natürlich gibt es noch weitere Mods, zum Beispiel Straßenbahn, Münchner Straßenbahn. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Wir sehen uns gleich wieder, tschüss! So, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Video anfange und die ersten Züge fahren lasse, noch ganz kurz Kommentare und Mods, die ich verwendet habe. Bei den Kommentaren einerseits möchte ich mich beim Spike bedanken. Der hat mir nämlich diese neuen Bushaltestellen oder Tramstationen empfohlen, sprich zwei Stück. Eine habe ich hier verbaut, die andere habe ich hier. Wir gehen gleich näher drauf ein. Das geht auch gleich mit in Richtung vom Simon. Der hat halt gesagt, ja, es sieht halt doof aus mit diesen Vanillehaltestellen, weil die sind halt echt klein und die gerade die Trams oder auch die längeren Busse, die springen dann halt so um die Ecken, sieht nicht schön aus. Problem haben wir hier gelöst durch diese beiden neuen Stationen. Also entweder sehen wir es nicht, weil es überdacht ist, beziehungsweise die sind halt auch größer, da sieht es viel besser aus. Auf jeden Fall danke für den Mod-Hinweis, sage ich mal. Dann haben wir noch vom F. Hummels, der hat mir eine Autobahn-Mod empfohlen, die es so bei Steam im Workshop nicht gibt. Habe ich entsprechend, ich sag mal, verwendet. Sprich, ich habe meine alte Autobahn, was ich hier gebaut habe, habe ich wieder abgerissen und habe den neuen Mod verwendet. Das Schöne hierbei ist, man kann zum einen, ich sag mal, eigene Autobahnaufführungen oder Autobahnkreuze bauen. Es gibt vorgefertigte Teile. Ich gehe gleich genau darauf ein. Es gibt aber auch fertige Teile. Das habe ich zum Beispiel dann hier verwendet. Und ich denke mal, das sieht sehr gut aus. Also optisch wirklich super. Was mir aber aufgefallen ist, die Fahrzeuge biegen da recht langsam ab. Also wenn man sich das mal anschaut, wie jetzt hier bei dem Auto. Ich vermute mal fast, es wird immer langsamer. Ich vermute mal fast, dass wenn wirklich viel Verkehr ist, dass das ein bisschen zu, ich sag mal, Stauproblemen führen kann. Aber wir lassen es auf jeden Fall mal laufen. Wie gesagt, optisch eine tolle Sache. Notfalls kann man halt einfach... Das Spiel macht jetzt hier nicht wirklich meine Autobahn kaputt. Moment. Das können wir so nicht lassen, ne? Das geht gar nicht. Wie gesagt, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Und dann tun wir einfach dahergehen. Und das sind sogar meine... Also die drei jetzt mindestens sind meine. Die Abschnitte sind nicht meine. Oh, das muss man dann also auch beobachten, okay. Ich hoffe mal, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob das Spiel daran an diesen Autobahnen Gebäude baut. Das kann ich nicht sagen. Also an hier, an den Kreuzungen, auf keinen Fall. Aber halt, ob es an der Autobahn an sich Gebäude baut, weiß ich nicht. So, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, schauen uns die Haltestellen nochmal an. Hier ist halt das Schöne, ihr könnt die rein als Bushaltestellen verwenden oder halt auch als, okay, konfigurieren können wir jetzt hier nicht viel. Wir haben aber hier die Terminals, wir haben 5 Terminals und sobald ihr halt einen, ich sag mal, ein Straßenbahngleis reinlegt, wird der untere Bereich, der wird halt für Straßenbahn dann verwendet und der obere Bereich für Bus. Und ihr seht das hier sehr schön, dass halt das 3, 4 und 5, genau, 3, 4 und 5, das sind jetzt hier in meinem Falle wäre das für Straßenbahn und die 1 und die 2 wären halt für Busse. Wird bestimmt total cool aussehen, wenn ihr die ersten Fahrzeuge fahren. Und dann haben wir hier noch die nächste Haltestelle. Hier finde ich cool, hier können halt auch Autos durchfahren. Ich habe es dennoch mal, ich sag mal, extra platziert, denn hier ist der Nachteil, dass wir die Anzahl der Straßen, also die Anzahl der Spuren, die Anzahl der Spuren können wir hier nicht einstellen. Wir können allerdings einstellen halt, auf welcher Spur die Tramhaltestellen sein sollen und auf welchen Spuren halt die Bushaltestellen sein sollen. Sprich, wir haben hier halt verschiedene Haltestellen, sag ich mal, linke Haltestelle, rechte Haltestelle. Das wären jetzt halt diese beiden. Und dann haben wir halt noch hier diesen Bereich. Das möchte ich halt, man kann hier noch, das habe ich sogar übersehen, noch Bus einstellen. Hier den Bereich dann halt für Busse und hier wiederum für Straßenbahnen. Meiner Meinung nach auch eine total coole Mod. Sieht erstmal gut aus. Und wie gesagt, vor allen Dingen, die Autos können durchfahren. Das heißt, man könnte das theoretisch auch direkt so, ich sag mal, als Ersatz für eine Hauptstraße verwenden. Aber wie gesagt, kleiner Nachteil hierbei, wirklich, dass man die Anzahl der Spuren nicht ändern kann. So, ich habe dann hier nochmal auch so eine Haltestelle platziert, damit wir das hier, halt hier auch, ich sag mal, ein bisschen schicker haben, ne?
Und dann schauen wir uns jetzt noch ganz kurz die Autobahn an. Wie gesagt, hier habe ich mir das mal so selber so ein bisschen gebaut, weil es gibt fertige Teile. Hier muss man unterscheiden, wir haben zum einen die Autobahn an sich, die befindet sich unter Straßen. Ja, ganz hier, dieses Symbol ist das. Und da habt ihr halt die Möglichkeit, die einzelnen Abschnitte halt zu bauen. Das ist hier vierspurige Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Auf den Schildern, die dort stehen, sind es im Übrigen 130 km/h. Dann gibt es die ganze Sache mit Standstreifen, ohne Standstreifen. Dann hier mit Betonbelag. Ihr könnt das also auswählen. Und dasselbe gibt es dann halt auch für diese Auffahrten, sage ich jetzt mal, die ich halt hier schon verwendet habe. Ich habe mich im Prinzip für die Asphalt-Version entschieden, weil ich finde, in Asphalt sieht das halt cooler aus. Ne? Also, ich meine, gut, wir haben in Deutschland auch relativ viele Betonautobahnen, sage ich mal, aber das meiste sind halt wirklich die Asphaltautobahnen und entsprechend möchte ich die halt hier verwenden. Ne? Dann habt ihr hier noch verschiedene zweispurige Sachen in eine Richtung, die halt getrennt sind. Die Hauptspuren sind ja jeweils, ist ja quasi eine Straße, zwei Spuren in jede Richtung. Und das sind soweit die Teile, die ihr verwenden könnt für den normalen Autobahnbau. Und dann habt ihr unter Gebäuden hier nochmal dieses Kreuz. Das ist halt im Prinzip, ich sag mal jetzt, wer Platz hat, ne? Sind so vorkonstruierte Sachen. Und ihr seht schon, auch das sieht cool aus. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit zwischen Beton und Asphalt zu wechseln. Aber wie gesagt, ich finde halt, in Asphalt sieht es halt deutlich cooler aus. Und ich meine, das Autobahnkreuz an sich sieht schon total cool aus. Dann könnt ihr hier noch einstellen, ob wir hier Tramgleise drauf haben wollt. Ob die Sache für eine, also ob das eine Stadtautobahn sein soll oder ob das eine Landautobahn sein soll. Die Stadtautobahn ist ein bisschen kleiner, das Kreuz, oder? Täuscht das? Dann könnt ihr hier noch die Höhen ein bisschen verschieben, sodass ihr es halt schon generell höher oder tiefer platzieren könnt. Und dann haben wir hier unten noch verschiedene weitere Kreuzungen. Hier hätten wir jetzt so die normale, die wir eben schon hatten. Dann haben wir zum Beispiel hier so eine Auffahrt. Sieht meiner Meinung nach auch sehr schön aus. Kann man natürlich entsprechend verwenden, ne? Dann haben wir hier dasselbe nochmal, nur halt eben mit einer breiteren Straße oben drüber weg. Dann haben wir hier ein T-Kreuz für die Autobahn an sich. Sieht auch total cool aus. Also so wie ich die Kreuzung jetzt hier sehe, ne? Wer denkt nicht sofort an City Skylines? Es ist sofort City Skylines, ne? Ohne Worte. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Auffahrttypen, und zwar ist es hier so, dass die Straße dann halt unterhalb der Autobahn ist und ihr könnt hier schon sehen, ich bin hier wahrscheinlich, hier sehen wir den Unterschied, schaut her. Wenn wir die kleinen Auffahrten nehmen, dann haben wir quasi eine erhöhte Autobahn und die Straße drunter ist abgesenkt, also nicht abgesenkt, sondern auf normalem Niveau. Und wenn wir das bei Land machen, dann wird es wird es zu einer Unterführung und die Straße geht dann unter der Autobahn durch. So. Ja, schweres Wort, ne? So, dann habt ihr hier noch verschiedene Teile, um das selbst zusammenzubasteln, so wie ich das hier halt im Prinzip gemacht habe. Sprich, ich habe halt hier einfach das Teil platziert mit den Abzweigungen für die Beschleunigungsstreifen bzw. für die Auf- und Abfahrten. Und das gibt es halt auch noch ein bisschen kleiner mit einer zweispurigen Autobahn. Dann könnt ihr halt eine Kreuze bauen. Und dann habt ihr hier halt auch noch verschiedene kleine Einzelteile, die ihr dann halt verschieden kombinieren könnt. So, jetzt sind wir, glaube ich, lang genug auf diese Mods eingegangen. Jetzt wollen wir doch dann tatsächlich mal ein paar Gleise verlegen, ne? Ich meine, ich habe hier auch Züge runtergeladen und die wollen wir uns natürlich noch anschauen hier. Wie möchte ich das machen? Ich möchte natürlich keine geraden Linien bauen oder sowas. Ich möchte mich einerseits an der Autobahn orientieren und andererseits möchte ich aber halt auch schauen, dass wir so ein bisschen um die Höhen so drumherum kommen, ne? Also schon so ein bisschen schlängeln und solche Sachen. Fangen wir einfach mal an. Wir nehmen natürlich ein Hochgeschwindigkeitsgleis. Wir brauchen eine Oberleitung. Die Hauptlinie für Personenzüge soll hier dieser überdachte Bereich sein. Ich habe hier mal noch so zwei Blindgleise reingelegt und eine Lärmschutzwand errichtet, eine kleine. Für die Autobahn, also zum Schutz der Autobahn vom Bahnhof, ne? Nein, Spaß. Sprich, ich werde das jetzt hier gleich ganz normal auf die Autobahn ziehen. So. Und möchte jetzt mit diesen Gleisen jeweils hier drauf. Das können wir ruhig relativ früh machen, sage ich mal. Es soll natürlich vernünftig aussehen. 84 km/h. Ja, ich denke mal, schneller müssen wir da gar nicht werden.
So, dann haben wir jetzt im Prinzip hier dieses Anschluss gleich jetzt fertig und können dann jetzt ganz locker flockig hier an der Autobahn lang gehen. Ja, wir sollten immer so rumbauen. Wo man natürlich darauf achten müssen, es kommt ja hier die Auffahrt. Und hier wird es natürlich Sinn machen, so ein bisschen wegzugehen. Aber ich möchte dennoch parallel bleiben zur Autobahn und ich möchte einen Tunnel machen. So, Moment. Wir werden erstmal, also das Größte, uns das hier so ein bisschen abflachen, dass wir die Höhe von der Autobahn haben. So, dasselbe machen wir. Ja, wir werden dann schon hier in dem Bereich auch wieder rauskommen aus dem Berg. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir dort einen Tunnel hinbekommen. Ja, aber da ist mir hier nicht lang genug. Hier fängt er gut an. Ich möchte das so ein bisschen parallel machen zu dem Berg. Das heißt, wir gehen daher und heben uns das hier einfach ein bisschen an, ne? So, dass wir da halt entsprechend einen Tunnel haben. Jetzt soll es natürlich auch nicht so aussehen, als ob wir den Berg nur gemacht haben, damit wir dort einen Tunnel machen würden. So. So, okay. Schauen wir uns das nochmal an. Ich möchte mich im Übrigen gleich nochmal für die Mod-Informationen, also für die Mod-Empfehlung bedanken. Also, wenn ihr bestimmte Mods sehen wollt, die ich aufgrund meiner Betriebsblindheit nicht gesehen habe, ne, dann sagt mir das, verlinkt mir das und ich schaue mir das an und verwende das dann entsprechend. Ne? Also ist kein Problem, mache ich gerne. Auch ich kann nicht immer alles sehen. Und jetzt sehen wir, jetzt könnten wir hier sogar noch ein bisschen... Da verlieren wir jetzt arg Geschwindigkeit, das ist auf offener Strecke nicht so schön. So, wenn man die A9 fährt, das ist ähnlich. Da führt auch... Nee, nicht die A9. Über Regensburg. Oh Gott, welche Autobahn ist das? Da führt auch ICE-Strecke direkt an der Autobahn im Prinzip lang. Und die Autobahn geht halt, ich sag mal, ohne Tunnel weiter. Und die ICE-Strecke geht durch einen Tunnel. Also die Autobahn führt quasi über den Berg drüber weg. Ja, 205. Ja, da müssen wir schon so ein bisschen ausholen, ne? So, okay. Ja, jetzt haben wir da natürlich wieder so einen kleinen Einschnitt. Aber das kann man nun mal nicht immer verhindern. So, jetzt haben wir hier natürlich eine etwas engere Kurve. Die würde ich mitnehmen wollen. Auch wenn wir da geschwindigkeitstechnisch 143 km/h, das ist natürlich sehr langsam, aber... Dennoch würde ich sie mitnehmen wollen. Ich sag mal, es soll halt wirklich optisch gut aussehen, ne? Ein bisschen zu weit weg. So, ich werde hier einen ICE fahren lassen. Habe ich mir schon runtergeladen. Es gibt ja ICE 1, ICE 2, ICE 4, glaube ich. Auf der Strecke aber der ICE... genau hier das untere Gleis. Jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Machen wir hier nochmal einen Tunnel hin? Hier sieht ein Tunnel doof aus, ne? Lassen wir uns mal die Höhenkarte anzeigen. Ne, das sieht doof aus. Ich sag mal, wir müssen ja eh nicht so sehr aufs Geld achten, auch wenn ich natürlich das Geld aktiviert habe. Aber so sehr müssen wir nicht drauf achten. Das heißt, die Züge können ruhig auch mal ein bisschen langsamer fahren. Wo haben wir hier so einen Rückbogen drin? Ja, haben wir ein bisschen lang gebaut. Moment. Nehmen wir mal ein Stückchen weg. So. Und knüppern das jetzt hier wieder dran. So, sehr schön. Jetzt komme ich da hin. Genau den falschen Anschluss gemacht, ne? So rum wird ein Schuh draus. So, dann kommen hier die Züge zwar relativ, ich sag mal, relativ langsam rein, aber wir sind, sind ein bisschen um den Berg drum herum gegangen. Und auch wenn die Strecke jetzt nicht so viele Kurven hat, die waren halt auch nicht notwendig, ne? So, dann können wir noch gleich dahergehen. Ich bin am Überlegen, wie ich es mache. Ich möchte ja hier auch Güterzüge fahren lassen. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher,
geschwindigkeitstechnisch, ne? Ob ich die auf diesem Gleis auch fahren lasse? Ja, doch, werden wir machen. Ich mache keine vier Gleise parallel. Das sieht, also das machen wir nicht, ne? Das sieht doof aus. Das heißt, wir gehen daher und werden auch die Gleise. Kriegen wir das hier so hin? Macht das Spiel das? Das macht das Spiel natürlich nicht. Nee, das wäre ja auch alles, ne? Dann schauen wir uns mal an. Das ist natürlich auch ein bisschen eng und es wird nicht weniger eng. So, kommen wir jetzt hier runter. Ja, jetzt kommen wir hier runter. Ja, ich sag mal, ich nehme halt einfach mal das Längste. Das Längste, was möglich ist. So, und jetzt braucht man das obere Gleis natürlich auch noch. Oh, das machen wir aber nicht so, das sieht unschön aus. Kriegen wir das hier drauf? Ich sag das Spiel, nee, das machst du nicht. Ja, kriegen wir irgendwo. Ah, da war's gerade. Habe ich mich getäuscht? Aha. So, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen eng. Aber wir machen das trotzdem so. Krümmung zu groß. Unten geht's, oben geht's nicht. Okay. Okay, dann müssen wir uns das nochmal anschauen. Wenn ich das von so lang baue. Okay, jetzt schon mal das, was wir eben schon mal hatten, ne? Das ist genau dieses letzte Stück. Das sieht doch eigentlich auch nicht schlimm aus. Aber genau dieses Stück möchte das Spiel nicht bauen. Versuchen wir es mal komplett so. Ja, das ist genau dieses Mittelstück hier. Da ist die Einbiegung hier zu stark. Okay, dann machen wir das komplette anders. Nee. Ich mache hier so für mich als Hilfe. Moment, ein bisschen länger. So. Ziehen das bis hier vor. Machen jetzt das mittlere raus. So, und schauen uns jetzt mal an. Jetzt kommen wir hier drauf. Okay, damit haben wir das Problem gelöst und können das auch. Ich würde gerade sagen, wie lange geht es denn noch? So. Okay, dann haben wir somit alle Gleise jetzt da drauf gezogen. Wie gesagt, Priorität jetzt erstmal natürlich der Personenverkehr. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist natürlich hier unser Lokschuppen. Und da werden wir wahrscheinlich auch arge Probleme mitbekommen, den da runter zu bekommen. Ja, ich sag mal, vielleicht werde ich das Gleisbett hier vor dem Bahnhof nochmal umbauen. Weil das wirkt jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen komisch. Ich mache es jetzt aber erstmal so fertig, damit wir, wie gesagt, die ersten Züge mal fahren lassen können. Aber wie gesagt, ich baue es halt auch nochmal um. So, dann wie gesagt, haben wir jetzt alle Gleise soweit angeschlossen. Und ich würde sagen, wir können die erste Linie vergeben und können die Züge losfahren lassen. Geldmäßig sollte es, wie gesagt, keine Probleme geben. So, ich fange einfach mal hier drüben an. So, und wir werden auch gleich noch eine weitere Linie machen. So.
da soll der Zug dann nicht anhalten. So, jetzt haben wir soweit unsere beiden Linien. Jetzt seht ihr schon, dass jetzt beide Gleise für jeden Zug verwendet werden. Das wollen wir natürlich nicht. Sprich, jetzt geht es noch darum, das so zu machen, dass die Züge wieder wechselseitig fahren. Das habe ich ja schon in den letzten Let's Plays immer gemacht. Sprich, wir gehen daher, lassen hier natürlich mal ein bisschen Luft und machen dann hier diese Hosenträgerweichen hin. Und die kann man aber schon massiv bauen, ne? Ja, ich sag mal, wenn wir sie auf 200 km/h haben, dann reicht das. Nicht, dass wir die Gegenseite nicht bauen können, das... Ja, nicht, dass wir die Gegenseite nicht bauen... Oh. Nicht, dass wir die Gegenseite nicht bauen können. Okay, einigen wir uns mal auf... Ist da noch was von dem Gleis? Nein, ich hatte einen Augenfehler, okay. Okay, also ihr habt gesehen, das war eben zu weit, ne? Einigen wir uns einfach mal auf 150 km/h. So, jetzt geht's. So, dasselbe brauchen wir jetzt natürlich noch vor dem zweiten Bahnhof. Hier ist der Bahnhof jetzt relativ lang, aber ich lasse trotzdem ein bisschen Luft. Zumal in den Kurven die Hosenträgerkreuzungen auch nicht so super funktionieren. So, okay. Damit haben wir jetzt bei beiden die Hosenträgerkreuzung. Jetzt machen wir das wieder ganz einfach so, dass auf dem oberen Gleis wird nach links gefahren und auf dem unteren Gleis nach rechts. Dafür machen wir entsprechend die Signale. Halt hier so her. Und hier so her. Und wenn wir jetzt auf die Linien schauen, dann seht ihr, dass das Spiel das jetzt schon entsprechend umgewandelt hat. Und oben jetzt nach links gefahren wird und unten nach rechts. Und genau so machen wir das jetzt auch nochmal hier bei der anderen Hosenträgerkreuzung. Da platzieren wir die Signale entsprechend ebenso. Hier nach unten und hier nach oben. Und jetzt gehen wir einfach noch daher. Bisher plane ich ja hier erstmal sowieso nur zwei Züge fahren zu lassen. Das heißt, wir gehen ganz stumpf daher und tun einfach in der Mitte nochmal jeweils... Eigentlich macht das natürlich keinen Sinn, dass die Dinger, obwohl doch, passt schon. Passt schon. Wir werden nicht verdeckt durch die Pfeiler. Wobei es natürlich cooler aussieht, wenn es davor steht, ne? Müssen wir ändern. Machen wir. So. Okay. So, jetzt haben wir das nochmal unterteilt, sodass wir auf jeden Fall die zwei Züge immer fahren können, ohne dass wir großartig warten müssen. Und. Dann können wir jetzt daher, wir müssen hier jetzt nochmal schauen, mit den Terminals, das haut ja noch nicht hin, denn wir haben die zweite Linie, die hält ja hier bei Terminal 3, da soll die natürlich nicht anhalten. Wir werden erstmal die Linie 1 auf Terminal 1 machen und die Linie 2 auf Terminal 2 und schon haben wir die Gleise entsprechend so, beziehungsweise die Linie so, wie ich mir das hier mit den Gleisen im Bahnhof halt vorstelle und wir können unsere Züge kaufen. Zu den Zügen, auch hier habe ich wieder eine Mod verwendet. Und zwar habe ich mir den ICE1-ICE2 runtergeladen. Einziger Unterschied hier zwischen 1 und 2 ist, dass der 2er, sag schon, da konnte man noch weitere Waggons zwischenkoppeln. Also beim ICE1 war das nicht so, das waren halt fertige, ich sag mal, fertige Züge und beim Zweier konnte man halt noch Waggons dazwischen koppeln. Das gibt es dann alles wieder in verschiedenen Designs. Hier haben wir zum Beispiel, Klimaschützer und nochmal Klimaschützer, ganz viel Klimaschützer und hier Schweizer Modelle. Wir nehmen natürlich Deutsche, ist klar, Deutsche Bahn. Am besten gefällt mir tatsächlich die Duplo-Werbung. Hintergrund ist dann einfach der, dass das DB-Logo da schön groß drauf zu erkennen ist und dass die Spitze so rot ist. Das finde ich, sieht cool aus. Aber jetzt bitte keinen Streit in den Kommentaren, welcher ICE jetzt der schickste ist, ja? Sprich, den werden wir einfach nehmen. Und, also weil, ihr seht das schon, wir haben hier mehrere Varianten. Also quasi erst den Zug auswählen und dann die Variante auswählen und dann auf hinzufügen. Und schon haben wir genau den Zug, den wir jetzt halt wollten. So, jetzt sehen wir, der kostet 77 Millionen, ist ein Schnäppchen. Wirklich ein Schnäppchen, ja? Kaufen wir einfach mal...
Zweimal? Der wird richtig miese einfahren. Der wird richtig miese einfahren. Einmal für Linie 1 und einmal für Linie 2. Und dann fährt er los. Ich finde, die rote Spitze sieht total cool aus. Und ich finde generell, die ICEs sehen generell cool aus. Es gibt zwar Original-ICEs im Spiel, klar, aber ich habe es jetzt hier einfach mal hinzugefügt, so dass man, ja, wie gesagt, ja, das ist halt ein bisschen ein anderes Design. Foto machen und gewinnen, sehr schön. Die wahrscheinlich längste Praline auf deutscher Schiene. Ich fasse es nicht. Ja, und der Zug ist lang, ne? Also wie gesagt, ich werde das Gleisbett hier vorm Bahnhof werde ich noch mal ändern. Oh Gott, ist das, das ist doch nicht wahr. Also die gibt es auch noch in der kürzeren Version. Ja, jetzt wird halt mal fertig. Der hat doch wahrscheinlich schon 2 Millionen Verlust gemacht, ja. Der ist doch noch nicht rausgefahren, der hat schon 2 Millionen Verlust. Okay. Der passt gerade so hier auf das Gleisbild, ne? Also das Gleisbild muss ich auf jeden Fall nochmal umbauen. Also mit so langen Zügen. Eieiei. Ja, ich habe immer noch 11 Millionen, ne? Also der verbrennt richtig Kohle, der Zug. Aber er sieht cool aus, ne? Aber er sieht cool aus. Okay, aber genug erstmal dafür. Schauen wir uns dann gleich nochmal an. Machen wir vielleicht nochmal so ein Stückchen Mitfahrt, sage ich mal. Jetzt fährt der zweite schon raus, ne? So, hier können noch keine Passagiere warten. Und ich vermute mal, dass hier auch noch keine... Ja, natürlich nicht. Das ist auch der Grund, warum die Züge jetzt richtig miese machen werden. Denn ich habe ja hier noch keinen Nahverkehr. Wir fangen hier aber an. Wir werden hier jetzt mal Straßenbahn hin und her schicken. Dafür machen wir auch wieder zwei neue Linien. Und ich sag mal, wir nehmen einmal vom Zentrum, das jetzt Nebengleis heißt, hierher. Eine neue Linie, dann von hier nach hier zu dem Bahnhof. So, dass wir wirklich, ich sag mal, schon beide Stationen mit drin haben. Und schicken bei beidem zwei Straßenbahnen. Auch hier bei den Straßenbahnen. Wieder zwei Mods. Und zwar haben wir Straßenbahn München. Einmal von Stadler Variobahn und einmal von Siemens Avenio T. München hatte ursprünglich, ich glaube, 14 Stück, korrigiert mich, 18 Stück, von Stadler bestellt. Die waren aber so schlecht, dass man eine Option auf weitere nicht verwendet hat, sondern dann tatsächlich auf Siemens umgestiegen ist. Sprich, da waren halt ständig, was hatte ich hingehauen, ständig Defekte und mussten auch nochmal umgebaut werden, um im ganzen Straßenbahnnetz verwendet werden zu können. Jedenfalls, ja, das habe ich nicht rausgesucht, das steht bei der Mod-Beschreibung drin, ne? Also, ich habe da nicht bei Wikipedia geguckt oder so. Und wir werden den Siemens nehmen. Da kaufen wir vier Stück. Wie gesagt, zwei für jede Linie. So, und da kommt gleich eine rote Meldung. Linie 3. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Okay. Jetzt kann das natürlich sein, dass die... Ja, genau, hier sehen wir das schon. Das ist keine Straßenbahnlinie. Moment. Also keine Straßenbahnstelle. Genau, wir sind hier bei 1. Das ist natürlich nur für Busse. Wir müssen auf Terminal 3 oder auf Terminal 2. Und dann passt das auch. Schon ist die rote Meldung weg. Und der Zug kann fahren. Beziehungsweise die Straßenbahn, ne? So, und da haben wir sie. Wie gesagt, ne, alle Mods in der Videobeschreibung verlinkt. Sehen aber cool aus, ne? Ich mag ja Blau generell. Ja, Blau ist sowieso eine super Farbe. Dann natürlich auch für Straßenbahnen, ja. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal... Moment. Hier so die Einfahrt an. Das möchte ich unbedingt mal sehen. Allerdings in der Perspektive. Video ist eh gleich zu Ende. Fahren wir jetzt einmal nochmal mit der Straßenbahn mit. Und dann noch einmal mit dem ICE.
Und wie gesagt, ich werde mir das Gleisbett nochmal anschauen, das Gleisvorfeld vom Bahnhof, und werde das nochmal entsprechend ändern. Ich bin gleich pleite. Und sobald, ich sag mal, morgen dann bei der nächsten Folge habe ich das dann entsprechend angepasst, ne? Ja, schaut gut aus so, ne? Bregenz Nebengleis. Also ich finde auch das mit den Beschriftungen cool. Okay, wahrscheinlich wer es jetzt nicht in 4K schaut, wird es nicht lesen können. Aber wie gesagt, die Beschriftung finde ich cool. Na, halt, wer da jetzt reingefahren? Okay, wie schaut das bei der nächsten Haltestelle aus? Der fährt jetzt hier unten lang. Also sprich, der fährt direkt rein. Das heißt, wir fahren mal mit und schauen uns die Sache aus der Ich-Perspektive mal an. Ja, jetzt machen wir hier halt auch rot, ist klar. Ich hätte es rausgeschnitten. So, auch hier der zweite Bahnhof Bregenz habe ich so ein bisschen umgebaut, ne, mit Parkplätzen für Autos und sowas. Für die ganzen Berufspendler. Und hier haben wir jetzt die neue Station, wie gesagt, auch eine Mod. Ich glaube, die gab es schon bei Transport Fever 1, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, das schaut cool aus. Jetzt stehen hier keine Leute, ich weiß nicht, ob das nicht integriert ist. Oder ob man einfach noch keine Fahrgäste... Einer, ist doch nicht schön. Ein Fahrgast. Ach ja. So, hier kommt der erste ICE rein. Na, immerhin, ich habe wieder 6 Millionen. Ohne Fahrgäste? Ohne Fahrgäste, natürlich. Oh, schaut, wie lang der ist, ne? Also, wie gesagt, hier werde ich das Gleisvorfeld auf jeden Fall nochmal umbauen. Erstmal gefällt mir das nicht mit diesen ganzen Zusammenführungen hier. Und zweitens, schaut mal an, wie lang der ICE rausschaut, ne? Ah, jetzt haben wir hier noch was, wo wir das Plätten vergessen haben. Die Bahnstrecke haben wir das noch nicht gemacht. So. Und wie gesagt, dann fahren wir mal noch so ein Stückchen mit dem ICE mit. Und dann soll es auch gut gewesen sein für die Folge. So, der Rausfahrende, genau, da haben wir ihn. Passt ja gerade, dass der andere ICE von vorne kommt. Sieht man auch rechts nochmal schön die Autobahnauffahrt, die ich selbst gebaut habe. Und man kann gut auf die Autobahn schauen, ne? Da kommt er. So, genau, dann geht es sehr schön durch den Tunnel durch. Dann können wir eigentlich nochmal schauen. Wir haben ja direkt die Autobahn hier daneben. Moment. Fahren wir mal auf die Autobahn. Und von vorne kommt gleich der ICE. Ja, akzeptabel, ne? Links das Wasser, rechts ein Hügel. So, okay, dann werde ich mit diesen Bildern das Video beenden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich das Gleisbett nochmal ein bisschen umbauen und dann geht es dann mit dem Spiel weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis morgen.